lose Andenken. Erinnerungen, würde ich jetzt sagen. Ich schreibe mal beides auf. Jetzt hätte ich einfach mal alles auf Englisch schreiben sollen. Ey, wie ist denn der drauf? Sieht der sich da selbst? Dieses Ding hat nämlich gehumpelt. Ich habe es vorhin gesehen. Oh. Das ist ein Lichtschalter nach meinem Geschmack. Flatternde Schrecken, sei still. Konstantes Flattern. Fressen andere Ratten? Fliegende Ratten fressen andere Ratten. Okay. Okay. Essen andere Ratten. Vielleicht ist dieser gruselige, humpelnde Schatten auch das, als was uns unsere Frau wahrnimmt. Einfach nur ein humpelnder Säufer, der durch ihr Haus humpelt, geistert. Da habe ich jetzt kein Problem mit, wenn dazu ist. Deshalb. Die weint, oder? Wie sieht's denn jetzt hier aus? Ist der Hirsch, der von der Wand gefallen ist? Ich weiß nicht, fantasiert die Frau, fantasiert er. Das Einzige, was sicher stimmt, sind die Zeitungsausschnitte. Ist hier eine Frau bei dem Feuer verbrannt und hat da Haut verloren, die dann transplantiert werden sollte? Schwierig alles. Oh Gott. Gib die Hoffnung auf, solange du kannst. Moment eben. Ich versuche mir das gerade echt zusammenzureimen, aber... Oh. Was haben wir hier? Jedenfalls rate ich dir als dein Anwalt dazu, von jeglichen unüberlegten Handlungen abzusehen. In anderen Worten, mach nichts Dummes. Wir haben immer noch eine Chance zu gewinnen. Glaub es mir oder nicht. Ich habe schon Klienten aus tieferer Scheiße gezogen als dieser hier. Mach es nur bloß nicht noch schlimmer. Tauche eine Weile unter und lass mich gegen den Gerichtsbeschluss vorgehen. Dieser Sozialarbeiter hat es definitiv auf dich abgesehen. Wir können das zu unserem Vorteil nutzen, dich als Opfer des Systems darstellen. Ein trauernder Ehemann, ein kurzzeitiger Verlust der Zurechnungsfähigkeit, ein übereifriger Bürokrat, vertrau mir, das ist unsere beste Option. Wenn man bedenkt, was du alles in letzter Zeit durchgemacht hast, würde ich meinen, wir haben eine gute 50-50 Chance auf einen guten Ausgang. Aber nicht, wenn du weiterhin versuchst, alle davon zu überzeugen, dass du total übergeschnappt bist. Keine weiteren Wutausbrüche, kein weiteres Herumziehen oder noch besser, überhaupt keine weiteren öffentlichen Auftritte mehr. Du kannst deine Tochter immer noch... Wieso sind wir jetzt ein trauernder Ehemann? Trauern wir um unsere Frau? Was hat er denn Schlimmes durchgemacht?
Vielleicht, weil er sein Bein verloren hat. Das hat bestimmt was damit zu tun. Dieses Zittern. Okay, diesmal habe ich die Ratte auch gesehen. Hier geht nichts, nein. Ich sehe halt gar nichts. Besser. Okay, wir können den nicht wieder ausmachen. Doch, jetzt. Gut. Hier irgendwas. So ein kühles Bier wäre jetzt schön. Entschuldigung. Nein. Ich will zu meiner Mami. Hallo? Komm. Mach zu. Ich ziehe einfach die nächsten 3 Stunden an der nicht funktionierenden Toilettenspülung. Ist das in Ordnung, Freunde? Ihr könnt jetzt ausschalten, es passiert nichts mehr. Nein, natürlich. Natürlich, wir haben ja keine andere Wahl. Okay. Stille Schwimmer. Sie verstopfen den Abfluss. Fell im Wasser. Keine Bäder mehr für mich. Der Mann ist so verrückt. Keine Bäder mehr für ihn. Sollen wir? Was ist das? Achso, der Abfluss. Ah, der rechte funktioniert gar nicht. Okay. Ist da noch was drin? Nee, es sind nur Spuren noch von der Puppe, glaube ich. Nein, das sind tote Ratten! Jetzt sehe ich es erst. Da schwimmen tote Ratten. Ah, beruhigend. Warum gibt es eigentlich heutzutage keine so coolen Klo-Zieh-Dingsies mehr? Klospülungen. Und jetzt? Mal was übersehen? Hallo? Hier ist doch sonst nichts. Seltsam. Hier durch. Ah! Okay. Ich guck nicht mehr so gern aus dem Fenster. So eine Art Innenhof. Vielleicht auch ein Lagerraum. Sieht aber nach Außenmauer aus. Diesmal kein Monster hinter uns. Also ich glaube, dieses Ding sind wir selber, weil das hat total gehumpelt vorhin. Die Kamera hat sich gerade nicht steuern lassen. Das passiert manchmal. Ich weiß, der Lichtschalter. Ich drücke mal den Lichtschalter, aber das Licht ist ja schon an. Ah! Warte mal. Das ist ja mies. Ah, hierfür war der Lichtschalter. Die Kamera, was macht die denn da immer? Ich habe nichts gemacht. Seltsam. Hier muss irgendeine Erinnerung sein. Hier muss doch was sein. Die
Tür ist doch nicht umsonst da. Nothing, ihr Lieben. Gar nichts. Seltsam. Mir ist gerade so zum Heulen zumute. Okay, da sind mehrere solcher Türen. Ist das ein Schlüssel? Hinten haben wir jetzt geöffnet, das heißt, die Tür kommt noch. Nur mal kurz. Ha. Körperleier haben sich an mir treiben. Laben sich an mir, treiben mich zum Wahn, zu schnell zum Rausschneiden. Hat der sich vielleicht doch selbst die Haut abgezogen, hä? So Van Gogh-mäßig. Der hat sich ein Ohr abgeschnitten, der Mann. Warum weiß niemand. Nein, da gehe ich noch nicht rein. Ihr wisst ja, die Türen fallen immer hinter uns ins Schloss. Die haben wir aufgesperrt. Oh Gott. Okay. Von Liebe zu Wahnsinn. Mann nach Entführung der eigenen Tochter festgenommen. Früher am heutigen Tag wurde eine typisch ruhige und friedliche Wohngegend Zeuge einer Szene wie aus einem Kriminaldrama, als ein Mitarbeiter der Sozialfürsorge, unterstützt von bewaffneten Polizisten, das Anwesen von uns vermutlich aufsuchte, dem vormals bekannten und jüngst verwitweten Künstler. Nein, unsere Frau ist tot! Oh Gott, wir haben die umgebracht. Offenbar war dieser unlängst in ein Kinderheim in der Innenstadt eingebrochen und hatte sich mit einer der jungen Bewohnerinnen der Einrichtungen davon gemacht. Nach Aussagen unserer Quellen handelt es sich dabei um die leibliche Tochter des Täters, die aus dessen Obhut genommen wurde, nachdem ein Familiengericht dies entschieden hatte. Nach erfolglosen Verhandlungsversuchen und aufgrund der Vermutung, dass der Mann dem Kind Schaden zufügen könnte, stürmte die Polizei das Gebäude und nahm den Verdächtigen fest. Augenzeugen berichten, dass der mit Handschellen gefesselte Mann auf die Knie gefallen sei und wiederholt gerufen habe, »Bitte, sie ist alles, was ich noch habe«, während Rettungssanitäter das Kind aus dem Haus begleiteten. Eine wahrhaft tragische Wendung. Freunde, unsere Frau ist tot. Und sie haben uns unser Kind weggenommen, aber so wie der drauf ist, ist das kein Wunder. Der hat doch die Frau vermalt, hundertprozentig, der hat die Leiche... Er hat die Leiche benutzt, um Farben herzustellen, rote Farbe und so, und Haut für die Leinwand, was weiß ich was noch alles, Fingernägel für eine Spachtel, keine Ahnung. Da waren wir schon, ne? Ja. Oh Gott. Oh, das beliebte Türenlabyrinth. Oh. Oh. Oh, 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 ich will da durch. Ich will mich jetzt nicht umdrehen. Oh, nichts passiert. Jetzt ist er vollkommen durch. Freunde, sieht die Welt nach drei Flaschen Wein aus. Oh ja, geil, im Keller. Oh, hallo, da ist die Tür. Licht! Oh, danke. Oh, super. Da waren wir ja schon. Da hat uns der Adolf zum ersten Mal erschreckt. Das ist jetzt aber wieder der Keller vom Anfang. Cool. Diese Überwurfdecken verschwinden.
Schau mal. Die sind halt dazu da, dass das Zeug nicht so einstaubt und die verschwinden jetzt. Ziemlich cool. Auch wenn nichts besonders Interessantes dabei rumkommt. Der Flügel steht im Keller. Ist das euer Ernst? Die Frau musste im Keller spielen. Ach ja, irgendwie sollte sie sich doch nicht aufregen oder so beanspruchen. Es hieß doch, der Arzt hätte gesagt, dass sie nicht mehr nicht mehr spielen sollte. Weder Geige noch Klavier noch sonst was. Was ist der denn bloß passiert? Ich meine, Musik spielen, gerade wenn man es so gut kann, entspannt einen doch. Ich dachte schon, da hängen tote Ratten wie auf dem Bild hier. Baumelnder Abscheu, geduldig, durstig, pelzige Blutegel, ängstlich hochzuschauen. Afraid to look up. Okay, ich habe zum Glück keine Angst vor Ratten. Ich weiß, dass die sehr schlau sind und nur beißen, wenn es nicht anders geht. Oder wenn sie natürlich tollwütig sind oder so. Das ist was anderes. Aber die meisten Ratten sind absolut harmlos. Genauso wie Spinnen. Ich meine, selbst große Giftspinnen können den Menschen in der Regel nicht töten. Also vor denen habe ich große Angst. Kaum ist es mal 2 Minuten ruhig, komme ich schon wieder ins Plaudern. Furchtbar. Furchtbar. Darf ich hier bleiben? Okay, das Klavier. Sind alle Decken weg verschwunden, aber wir haben nichts Besonderes gefunden. Oh nee. Geil. Cool ist das denn? Afraid to look up. Eben hat es mir besser gefallen. Ich geh mal ins Licht. Da ist jetzt was. Der Rest vom Keller ist, glaube ich, jetzt leer. Sehe ich das richtig? Ich sehe überhaupt nichts, aber ich glaube, der ist leer. I needed to remove the flesh from the bone. At first I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it. Then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Grundierung aus Knochen.